Hallo liebe Leute, ich bin's wieder hier, eure Sabina. Und ich habe hier den Ghosty wieder dabei. Und wir sind heute hier im Golden Hill Valley Stall. Und ich weiß ja, dass nicht jeder von euch dorthin kann. Und deswegen zeige ich euch einfach hier mal in diesem Video, was man hier für Pferde kaufen kann. So, ich fange mal hier bei dem kleinen schwarzen Pony hier an. Na, also dieses Pony ist ein bisschen halt gescheckt. Es hat ein bisschen weiß hier am Maul, an den Beinen. Und von hinten sieht es halt so aus. Hier hat es auch einen weißen Fleck hier oben am Schweifansatz und auch einen weißen großen Punkt am Widerriss. Die Mähne, wie ihr seht, die ist hier so grau-schwarz-weiß. Und ja, es ist ein Yorkshire's Pony. Diese Ponys kennt ihr ja, die könnt ihr ja auch schon in Fort Pinter kaufen, hinten auf dem schwimmenden Schiff. Und dieses Pony ist ab Level 1 schon zu reiten. Und es kostet halt euch 450 Starcoins. Sprich, ihr spart so halt 5 Wochen auf so ein Pony. Dieses Pony besitzt halt nur ein Ausdauer, also plus 1. Und alles andere ist plus 0. Wie immer sind Hufeisen mit dabei, die halt 0 Ausrüstungswertgegenstände haben. So, dieses Pony gibt es hier schon mal. Also, es ist halt schon ein schickes Pony, aber ich besitze ja schon ein Yorkshire's Pony, deswegen kaufe ich mir nicht noch eins. So, dann hier neben ist nochmal ein Yorkshire's Pony. Wie gesagt, es ist ab Level 1 zu reiten. Dieses Pony hier kostet 550 Star Coins. Also da könnt ihr locker mal 6 Wochen drauf sparen. Hat auch nur plus 1 Ausdauer und alles andere ist plus 0. Dieses Pony hat auch wie jedes andere Pferd halt Hufeisen mit dabei, aber diese Hufeisen bringen halt euch nichts. Dieses Pony hat halt hier, wie ihr seht, ein bisschen braun im Gesicht, ein paar Punkte so. So ähnlich halt wie vom Pippi Langstrumpf, das der kleine Onkel, nur der sieht halt hier ein bisschen anders aus. Also dieses Yorkshire Pony ist sogar ein bisschen teurer als hier der Spatte. So, hier hinten in der Ecke, dort findet ihr hier halt ein nordschwedisches Kaltblut. Dieses Kaltblut könnt ihr erst ab Level 8 reiten und es kostet euch 720 Star Coins. Diese Hufeisen, wie jedes Pferd halt auch, 0 Ausrüstungswert. Die Besonderheit ist es halt kältebeständig. No. Agilität plus 0, Ausdauer plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Disziplin plus 1 und die Stärke ist plus 5. Also wer auf Kaltblüter steht, ist hier schon mal an der richtigen Adresse. No. So, dann haben wir hier, es sieht halt so wie ein Yorkshire's Warmblut, sage ich mal, wie unser Startpferd aus, aber es ist ein Morab, also eine Mischung aus einem Morgan und einem Araber. So, dieses Pferd könnt ihr wie auch die Ponys ab Level 1 schon reiten. Es kostet euch 790 Star Coins, also 8 Wochen sparen, also 2 Monate, ne? Es hat 3 Stärke, 2 Disziplin, 0 Geschwindigkeit, 0 Ausdauer und bringt 2 Agilität mit. Wie immer hat dieses Pferd auch Hufeisen drauf, was euch nichts bringt. Ne? Also die Farbe ist halt schon ein bisschen besonders, sieht man ja halt nicht so oft hier in Star Stables. Falls euch das mal aufgefallen ist, diese Farbe wird nicht so oft geritten von den Pferden her. Müsst ihr mal drauf achten. So, und zu guter Letzt haben wir hier auch nochmal ein Kaltblut stehen. Also wie auch hier ist dieses Kaltblut ab Level 8 zu reiten und es kostet euch hier 720 Star Coins. Es ist kältebeständig und schon wie das andere 5 Stärke, 1 Disziplin, 0 Geschwindigkeit, 2 Ausdauer und 0 Agilität. Wie auch jedes andere Pferd. Ausrüstungshufeisen, die euch nichts bringen. Ne? So. Also wenn man hier sich mal so umschaut, es sind schon interessante
Tierchen dabei. Wie gesagt, zwei kältebeständige. Falls ihr fürs Dino-Natal noch kein kältebeständiges Pferd habt, könnt ihr euch halt so eins von diesen Kaltblütern hier kaufen. Oder falls ihr noch keinen Pony habt oder halt einen Pony in der besonderen Farbe halt sucht, werdet ihr in Golden Hill hier fündig. So, ich hoffe, ihr findet hier vielleicht einen neuen Freund. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Da sehen wir uns dann in Fort Pinter wieder. Da stelle ich euch nämlich da noch ein bisschen die Pferde vor. No? Also, bis dann!